Die Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag zu einem Garagenbrand an die Heerstraße in Segelsberg gerufen worden. Als die Kameraden dort eintrafen, standen aber auch das Carport und das Dach des angrenzenden Wohnhauses in Vollbrand. Die Flammen waren auf den Dachstuhl übergegangen. Bislang ist unklar, wo genau und wodurch der Brand ausgebrochen ist. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Scharrel, Ramsloh und Friseute mit etwa 50 Kameraden und 13 Einsatzfahrzeugen, die den Brand unter Atemschutz löschten. Ebenfalls vor Ort waren die Polizei Friseute, der ABC-Dienst sowie das DRK. Personen wurden nicht verletzt.